kennt doch alle die Hot-Top-Streamerin Amorant, ne? Ist, glaube ich, die größte in ihrem Sektor. Und die hat wohl gestern wieder mal gestreamt und ist komplett zusammengebrochen, nervlich. Ja, hat angefangen zu weinen und hat sich dann ihrer Community das erste Mal anvertraut, dass sie einen Ehemann hat, der gleichzeitig auch ihr Business-Partner ist, aber immer mehr halt Eingriff genommen hat in ihr Leben und dann auch die komplette Kontrolle über die Finanzen des gemeinsamen Business übernommen hat, ja, also alle Passwörter für alle Bankaccounts und so weiter, sie bedroht, sie gaslightet und sie verbal missbraucht, die ganze Zeit anschreit, sie die ganze Zeit beleidigt, sie bedroht, die Hunde von ihr umzubringen, wenn sie keine 24-Stunden-Streams macht und so weiter. Ist schon hart, ja. Die hat immer sehr, sehr wenig über ihr Privatleben nur erzählt. Hat sich immer sehr bedeckt gehalten. Oh, das ist jetzt natürlich hier ein Schocker, ne? Der da hier durch die Twitch-Szene raunt, ja. Kurz nachdem das Casino-Thema so ein bisschen abgeklungen ist, kommt der nächste Super-GAU hier. Ich muss sagen, ich war nie großer Fan von diesen Hot-Tub-Streams, wo Frauen spärlich bekleidet in irgendwelchen Hot-Tubs oder aufblasbaren Pools sich räkeln und Leute ab, keine Ahnung, 50 Subs gespendet sehen können, wie die Frauen sich mit Edding den Namen auf den Leib schreiben. Oder auf so einer Hall of Fame-Liste im Hintergrund. Wo ist die Substanz dahinter? Wo ist der Content dahinter? Ich meine, im Endeffekt, ja, jeder kann ja machen, was er will, aber mir entzieht sich jeglicher Sinn von diesen Streams, außer dass ich. Der ein oder andere männliche Zuschauer dabei wahrscheinlich, ihr wisst schon, ja. Deswegen war ich nie wirklich Fan von solchen Streams und habe auch nicht verstanden, warum das eine komplette Kategorie bekommt, die dann teilweise auch noch auf der Startseite angezeigt wird. Also es ist halt meiner Meinung nach echt kein Content, der irgendeine Daseinsberechtigung hat. Das ist jetzt kein Front an die Content-Kreatorinnen, sondern einfach ein Front an dieses ganze Businessmodell. Und wisst ihr, warum ich das auch scheiße finde? Weil so ein Businessmodell zieht bösartige Leute an. Dicker, stell dir mal vor, du bist Zuhälter und versuchst zu hustlen in Ländern wie den USA, wo Prostitution illegal ist, außerhalb von Nevada. Dann siehst du, dass auf Twitch irgendwelche leicht bekleideten Damen ganz easy Hunderttausende von Dollar jeden Monat machen und dabei nicht mal sexuelle Handlungen mit anderen Männern machen müssen. Ja, Bruder, dann ziehst du doch deine Prostituierten direkt von der Straße ab, ja, die du vielleicht dann auch immer mit der flachen Hand mal ein bisschen Zucht und Ordnung beibringst und so weiter, ja, und setzt die in so ein Streamingzimmer und lässt die da für dich schuften. Und wenn die sagt, nee, mir geht's heute nicht gut, ja, dann wird die Hand wieder ausgefahren. Und wenn die sagt, nee, heute kann ich vielleicht nur 2 Stunden streamen, ich wollte mich nachher noch mit einer Freundin treffen, dann wird die Hand ausgefahren. Ja, da wird dann mit Nachdruck dafür gesorgt, dass die ja aktiv sind. Egal, ob die jetzt, keine Ahnung, Bauchschmerzen, Menstruationsbeschwerden, was weiß ich, irgend sowas haben, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie nicht die Einzige ist, die von so einem Typen halt im Hintergrund da hier malträtiert wird. Das kann doch nicht wahr sein. Andersherum muss ich sagen, bei meinem Content könnt ihr euch eigentlich relativ sicher sein, dass hier keiner dahinter steht und sagt, ja Marvin, jetzt zeig mal wieder ein bisschen Haut. Ich weiß, ihr würdet euch das gerne wünschen. Ja? Amorant hat anscheinend einen Ehemann, der sie zu diesen Hot-Tub-Streams zwingt. Wer weiß, wie viele andere Frauen das ebenfalls nicht freiwillig machen. Das wird hoffentlich eine ähnliche Diskussion anregen wie bei den Glücksspiel-Streams. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch andere Frauen gibt auf dieser Plattform hier, auf Twitch. Ja? Eine eigentlich Plattform für alle Altersklassen, die das nicht freiwillig machen. Wozu braucht man das, Digga? Ja, also entweder zieh dir Pornos rein oder such dir eine Freundin, was weiß ich, Alter. Aber das ist doch, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass bei OnlyFans auch viele Sachen wahrscheinlich auch nur semi-freiwillig gemacht werden. Ja? Da sind harte Zahlungstargets, ja, und wenn die nicht erreicht werden, dann geht's ab. Ich kann euch zum Beispiel mal eine Geschichte erzählen hier aus Amerika. Das ist vor ein paar Jahren passiert. Es gab eine Seite, die hieß Craigslist. Auf Craigslist war es gang und gäbe, dass man dort in verschiedenen Kategorien Inserate schreiben konnte, ja? Das ist alles online, Craigslist, ja? Das ist eine Website. Neben Schränke verkaufen,
Autos verkaufen, Gitarristen für Bands suchen, bla bla bla, konnte man da auch Dating-Bereiche aufrufen. Und in diesen Dating-Bereichen war es sehr, sehr offensichtlich, dass da viele Professionelle drin waren, die ihre Dienstleistungen angeboten haben. Da stand dann irgendwie da, ja, keine Ahnung, hey, Baby, bla bla bla, I'm here, 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 just in town for one night, I'm in a hotel, bla bla bla, hit me up, here's my number, don't forget to bring 60 roses oder sowas, ja. Diese 60 roses war dann so Code für, das kostet $60, dass du mal bei mir vorbeischauen darfst, sozusagen. Das war sehr, sehr offensichtlich, das ging auch sehr, sehr lange, aber irgendwann gab es einen Crackdown. Ich glaube, das war das FBI, kompletter Shutdown, ja. Also Craigslist gibt's, glaube ich, noch, aber diese Inserate gibt's nicht mehr. Jetzt musst du überlegen, okay, wo sind die dann hin? Ja, wo sind die dann hin? Natürlich ins Camgirl-Business, ins OnlyFan-Business, ins Twitch-Business, denn Twitch offeriert das ja auch, ja. Ganz offen wird Mädels suggeriert, dass man auf Twitch leicht bekleidet, indem man seinen Ausschnitt ganz, ganz nah an die Kamera hält und an irgendwelchen Mikrofonen rumlutscht, eine scheiß viel Geld machen kann, ja? Und das ist das Unmoralische an der ganzen Nummer. Deswegen sage ich hier, das wird hoffentlich eine ähnliche Diskussion anregen wie bei den Glücksspielstreams. Aber man weiß es nicht, ja? So, damit ich euch aber hier auch nicht nur irgendwelche Kacke erzähle, ja, gibt es hier auch noch ein paar Ausschnitte, die ich hier auch für euch zusammengesucht habe. Why did you say you were gonna kill my dogs? Also sie hat dann ihren Ehemann, ja, der sie missbraucht und zwingt, hier die Streams immer zu machen, auch on stream angerufen, ja? Weil er dann auch gesagt, ja, ich werde das ganze Cash von unserem Bankaccount werde ich runternehmen und ich werde das in Crypto stecken, sodass du es nie wiederfindest und so weiter. Leave the house. Okay, I can leave the... You know what? Actually, I shouldn't leave the house, because my dogs are here. We'll take the dogs and leave. You're asking the question, I'm telling you, and you're interrupting my fucking... telling you, literally. Literally. What are you saying? You just told me you were gonna kill dogs if I didn't do a 24-hour stream. Nope, did not say that. Ich habe die noch nie reden gehört, by the way. Now you're just fucking being a liar. I'm not. I said I'm going to tell you what I said. Warum telefonieren die? Die wohnen die nicht zusammen? Naja, er ist natürlich gerade irgendwo unterwegs. Ja, aber er hat dir nur gesagt, du machst jetzt den Streamer und du streamst jetzt und mach dies und das, ja. In terms of the earlier, are you saying you did not say that? I tried to tell you what I heard from you. And then you called me a liar. Digga, sie ist deutlich am Ende, ja, sie weint hier und weiß nicht mehr weiter und er schreit einfach nur noch weiter sie an, ja. Das ist schon unangenehm, das zu sehen, ja. Weil das ist seine Ehefrau. Digga, da weiß man kann sich nur ausmalen, wie lange das schon geht, ja. Bruder, und dann jedes Mal hier den Stream anschmeißen und einen auf happy machen, ja, oh, ich freue mich hier wieder halbnackt hier vor euch zu sitzen und so weiter. Ich meine, das macht ihr wahrscheinlich auch Spaß, ja, so ein bisschen so freizügig zu sein und so weiter. Das ist auch alles okay, aber so dieses Kommerzialisierte dahinter dann und dieser Druck dahinter, den sie von diesem Typen hat, nimmt natürlich jeglichen Spaß und jegliche Lebensfreude aus ihr raus, ja. Sowas von Fake, als ob die das live on stream macht mit Lautsprecher. Wie naiv kann man sein, um sowas zu glauben? Alter, sorry, aber das ist mit einer der dümmsten Kommentare, die ich hier die letzten 5 Monate gesehen habe. Bitte geh schlafen. Ja, du bist noch nicht reif genug für sowas. I know. That's my point. My point is, are you listening or not? If you're not, then get the fuck out. I'm literally listening, but you're not making any sense. Well, no, you're not listening, because it makes perfect sense. I'm gonna say it one more time. If you don't get it, I need you to get the fuck out. Why? Ja, und dann erzählt sie noch ein bisschen so über die Zeit anscheinend, ja. Sie wollte wohl schon mal sagen, dass sie verheiratet ist, aber er hat sie gesagt, nee, mach das nicht, dann kriegst du nicht mehr so viel Geld, ja, von deinen Subscribern. Danke, Gates.
dann kriegst du nicht mehr so viel Geld von deinen Subscribern, weil die natürlich dir nur so viel Geld spenden, weil die dich irgendwann mal heiraten wollen oder sowas, ja. Reus, danke für den Timo-Sub. 8 Monate am Start, einfach ekelhaft, wenn ich an die Dunkelziffer denke. Bei sowas trotzdem danke für die informativen Streams. Sehr gerne, Digga. The therapist even told him that it's a form of like psychological abuse and that. Ich frage mich immer, wieso man überhaupt mit so einem Mann zusammenkommt. Bro, also nicht jeder ist ja am Anfang direkt. Danke, Gates. Denkst du, der wird beim ersten Date schon so gewesen sein? Auf keinen Fall, Digga. Ja, viele Leute haben das perfektioniert, eine Maske sich auf die Fresse zu setzen und einfach everybody's darling zu sein, um sich dann in die Leben oder in die Herzen dieser Leute reinzuschleichen, ja, sozusagen Sympathien erschleichen. Und dann, wenn man halt sozusagen das Vertrauen gewonnen hat, dann kann man halt zeigen, was man doch für ein manipulativer Wichser ist, ja. I'm basically living in a fancy prison and then he was changed for a bit and then the hot tub meta arose and he was like, oh, this is an opportunity and then he turned into an asshole again when I agreed to. Ja, das hat Gaslighting, ja. Das ist halt komplett Gaslighting, so dieses er ist voll der Wichser, ja, er behandelt sie wie Dreck für 3 Tage oder sowas, ja, und dann kommt er aber zurück mit auf einem weißen Pferd mit 100 Rosen in den Armen und so weiter und sie fällt dann wieder drauf ein und denkt sich, gut, war vielleicht doch nicht so schlimm, ja. Schwierig. Commit to the grind because it was a good financial opportunity for us. I've been wanting to tell people that, like, let's just stream together. Just tell them that we're fucking married because it's like our relationship would be better if we just stream them. And it's a fighting all the time. But no, Mr. I don't say that because it's gonna ruin the business model. It's not time yet. Fuck yourself. I'm done with it. I'm not gonna fuck you anymore. You want me to tell them I'm single? It's about to be true, piece of shit. The therapist. Das klingt gut auf jeden Fall. Dass sie hier auf jeden Fall jetzt auch den Schritt in die Öffentlichkeit gemacht hat, finde ich super. Und klingt auch so, als ob sie sich jetzt von dem trennen will. Was nicht leicht sein wird, wenn er wirklich, ja, Zugriff auf alle Konten hat, ja. Yeah, I'm gonna leave you with 1 million and I'm gonna take the rest because I worked harder than you. It's like, and if you don't agree, then I'm gonna burn it all in court. I'm gonna put it all in fucking crypto. Just always threats. All the fucking accounts are like 2-factor under his number and all the. He has all the. Danke, Gates. Das ist ja auch krass, ja. Also er hat wirklich auch hier diese 2-Factor-Authentication hat er unter seiner Handynummer. Das heißt, wenn sie sich einloggen wollen würde, kriegt er auf seinem Handy eine Notification. Hier ist ihr Code, bla 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 bla. Und dann weiß er ganz genau, dass sie gucken wollte, wie viel drauf ist oder dass sie was abheben wollte oder sonst was. Digga, richtig ekelhaft, ja. Like the login information of things, you know? It's like that keeps you there with the fear and the threats. And you fear that you're gonna do something to your animals. And then he's nice again. And says that everything's gonna be okay. Do it. Dumb fuck, do you understand? Like, what plan you're talking about? It's like, fuck this, I'm calling you. So I disappeared from stream. Takes a call. So I can't, and tell him I can't talk right now. We're getting Wi-Fi. I don't care. You get the call now. Last chance. About to dump your luggage. You know, from my hotel room. But throwing your stupid merch off the balcony. Proceeding to ditch your stuff. You don't need the makeup or the live view. Like the stream epic. Or the clothes, huh? Deleting social media in 1 minute. Buying options at also er sagt auch wirklich immer, wenn du nicht machst, was ich sage, dann lösche ich dein Social Media. Danke, Gates. Digga, Alter, das ist Erpressung, ja? Das ist das allerletzte, Digga. Spiring, blasting the cash, about to shut down bank account, your bank account too. Lag is terrible, stream is garbage. In 30 seconds, if you don't call me, your phone's literally off, right? I'm just like, it literally died. Gonna donate $250,000 to Paul Missy. It's like a bird sanctuary he likes. In the next 2 minutes, it's like the next time when I say. Ja, crazy auf jeden Fall, ja. Aber ich find's gut, dass sie diesen Schritt jetzt gewagt hat und damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, denn somit hat sie natürlich auch eine Grundlage, sich hier Sachen zurückzuholen, weil das ist schon scheiße, wenn man so bevormundet wird von jemandem, der dich dann halt auch noch abused, ja, und dich die ganze Zeit immer Piece of Shit nennt und dass du nichts kannst und so weiter, ja. Das tut einem Menschen nicht gut. Wenn du jeden Tag gesagt bekommst, dass du nichts wert bist, wie gesagt, er ist ja junges Mädel noch, ja. Also hoffen wir mal, dass da jetzt hier ein klarer Cut gemacht wird und die da rauskommt, ja. Und vielleicht auch demnächst mal den einen oder anderen angezogenen Stream macht, ja. Und dann passt das.